Wie zerstört man am besten die Filmindustrie? Ganz einfach. Man gibt mir ein eigenes Filmstudio und das ist in diesem Game möglich und ich werde die besten Schauspieler überhaupt einstellen. So, ich würde sagen, der Hausmeister wird auch Schauspieler. Für die besten Drehbuchschreiber sorgen. Die ist traurig, weil sie jetzt von der Schauspielerin ans eigene Drehbuch muss. So ist das Leben eben, Luciana. Schneller! Und wir werden unfassbar tiefgreifende Storys schreiben. Mit einem krassen Plot-Twist. Er hat sie in die Hose geschissen. Das gibt's heute für euch in dem Game The Movies. Mega geiles Game. Ich hoffe, euch werden meine Filme gefallen. Und ihr schreibt gerne eure Bewertung zu meinen Filmen in die Kommentare. Holt euch Popcorn, lasst einen Daumen nach oben da. Und Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann gehen wir einmal rein. In Gnu Productions. Und bitte schreibt einen Kommentar gegen die Bots. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Die Grundlagen, würde ich schon sagen. Wir gucken uns erstmal die Grundlagen an. Achten Sie darauf, dass Sie bei der... Willkommen bei The Movies. In diesem Tutorial lernen Sie alle Grundlagen kennen, die zum Spielen notwendig sind. Informationen über Charaktere und Objekte werden in Sprechblasen angezeigt. Klasse. Klasse. Okay, jetzt geht es darum, wie man jemanden einstellt oder ihm eine Aufgabe zuweist. Okay, geil. Ziehen Sie die Person hier. Räume werden grün, wenn hier eine Aktion möglich ist. Bam! Klicken Sie mit der linken Maustaste. Glückwunsch! Sie haben soeben Ihren ersten Star eingestellt. Geil! Klicken Sie jetzt auf das Baumenü. Oh, das Baumenü. Gut. Klicken Sie jetzt auf den glitzernden Button Einrichtungen. Und dann auf den Snackwagen. Oh, der Snackwagen. Sie können das Gebäude auf Ihrem Studiogelände platzieren, indem Sie mit der linken Maustaste klicken. Sehr schön. Sie kennen jetzt alle Grundlagen. Schauspieler, 19 Jahre alt, Jahresgehalt 6000 Dollar. Aussehen, okay, Statur nicht so. Boah, also das würde ich mir nicht gefallen lassen statt an deiner Stelle. Ausgezeichnet. Jetzt wissen Sie, wie auf Informationen zugegriffen wird. Die ist 19, die ist viel zu alt. Zu alt für die Branche. Raus mit dir. So, neues Spiel, let's go. Oh, das nehmen wir. Nee, das nehmen wir, das ist geil. Wie nennen wir unser Studio? Gnu Pictures. Oh ja, Gnu Pictures ist geil. Bei Gnu Drohnen. So, so, lass uns mal gucken, was haben wir alles? Was sind das alles? Was bist du? Hier, such deinen Job. Wir wollen alle einen Job. Okay, nice. So, Personalbüro. Ah, guck mal. Ah, ein Hausmeister, geil. Wir machen erstmal Hausmeister. Du bist der Hausmeister. Da würde ich sagen, nehmen wir zwei. So, dann gucken wir mal, was wir noch so brauchen. Was braucht man alles, um so ein Studio zum Laufen zu bringen? Hier das Snackbar, Toilette groß. Was ist hier so drin? Ah, Castingbüro und Regisseur, Hauptrollen, Casting beginnen. Geil, Mann. Okay, die Leute haben Bock. So, wir nehmen die mal und die muss jetzt erstmal hier rein. Guck mal, wen wir jetzt hier erstmal zum Schauspieler machen. So, 22, Erfahrung, Horror, Sci-Fi. 19, Statur, schnell gestresst, isst gern viel, kann keinen Drink ablehnen. Was ist denn los mit dir? Der ist 18, der sieht aus wie 50. Okay, warte, wir nehmen jetzt erstmal hier den, der ist mir so hippelig. Schauspieler einstellen, let's go. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen, die haben irgendwie alle ein Alkoholproblem. Einen betrunkenen Regisseur. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch, kann ich der Hausmeister auch nochmal? Wo ist denn der, oh, Romanze, Horror. Ah, da kann ich die reinpacken, ne? Hier, Ben Baker. Du bist auf jeden Fall Romanze. Und du bist auf jeden Fall auch Romanze. So, was kann ich jetzt machen? Drehbuch schreiben. Oh mein Gott, was? Ach, die schreiben jetzt ein... Was machen die? Ach, die schreiben jetzt zusammen eine Romanze. Gott, Hilfe, das wird furchtbar. Ich kann erstmal nur eins schreiben. Okay, dann warten wir mal, bis es fertig ist. Schneller! Kann ich da noch ein paar mehr einstellen, dass es schneller geht? So. Oh oh, ich glaube, die ist nicht so gut, ne? Die ist traurig, weil sie jetzt von der Schauspielerin ans eigene Drehbuch muss. So ist das Leben eben, Luciana. Schneller! Sie denkt sich so, Scheiße. Ich bin nicht gut in Sachen Ehe. Oh Gott, was geht denn mit der ab? Ach, sie ist eigentlich ein Star, ne? Oh je, oh je. Das kann ja nur was werden. Damals noch an der Schreibmaschine. Der ist richtig eifrig. Das wird ein Twilight-Film, Leute. Ich sag's euch. Ich seh's schon. Oh, das wird ein 50 Shades of Gnu. Der ist doch creepy. Den nehmen wir. Den Jonathan Brooks. Das ist doch so ein typischer Schauspieler, der doch mal Comedy macht, oder? Du bist unser neuer... Ja, guck mal, der freut sich richtig. Der hatte keine Erwartungen. Das ist unser neuer Comedian-Star, der Jonathan. Automobil-Sets. Wir haben Sets. Wir brauchen erstmal ein Set für unser Liebesfilm. Was wollen wir denn? Hier schicken sie Fresssäcke mit zu vielen Pfunden und potthässliche Stars, die aussehen, als hätte man sie nach der Geburt fallen gelassen? Implantate, Lifting und Fettabsaugungen werden geboten.
Anfänglich steht nur das Lifting zur Verfügung. Die anderen beiden Räume erscheinen, sobald sie erforscht haben. Also ich glaube, man merkt, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist. Oh mein Gott! Lift! Scheiße! Okay, wo ist unser Star? Stephanie, I'm sorry, du bist halt jetzt einfach schon 23. Und dein Aussehen ist auch nicht so geil, deine Statur auch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich anfangen. Wenn du ein Star werden willst, brauchst du Möpse und... Ja, was soll ich sagen? Ab zum Liften. Facelift. Oh Girl, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Stress. Scheiße, es tut mir so leid. Oh mein Gott, sie ist erstmal ausgenockt. Oh mein Gott. Die hat richtig Schmerzen, ne? Okay. Implantate muss ich aber auch noch freischalten. Wie kann ich das denn verbessern? Oh, mein Drehbuch ist fertig. Geil, hier die Romanze. Ich möchte aber jetzt gleich mal hier weitermachen und einen Horrorfilm möchte ich bitte machen. Die schreiben jetzt mal alle einen Horrorfilm hier bitte. So. Hauptrollen. So, auf jeden Fall hier, sie. Und zwar genauso, wie sie jetzt aussieht. So. So beginnt die Romanze auf jeden Fall. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch jemand passenden für die Romanze. So. Geländewartung. Du bist ab heute Regisseur. Ich will, dass er Regisseur ist. So, ich stelle ihn kurz ein. Moment. Wo war nochmal die Regisseurschiene hier? Hier. So. Du bist ab heute Regisseur und du musst jetzt einen wichtigen Film für mich. Hier. So. Bam. Und wir brauchen unbedingt noch Statisten. Statisten, bitte. Hier. Filmcrew. Statisten. So, ich muss hier als Statisten-Crew einstellen. So. Statisten. Wo kann ich die Statisten nochmal einstellen? Statisten, bitte. Dann würde ich gerne drehen. Drehen. Okay. So. Fangt ihr mal an zu drehen? Ach du Scheiße. Wisst ihr, der Film wird romantisch, weil er bringt ihr am Ende bei, dass sie sich so liebt, wie sie ist. Hier, Romanze ist fertig. Filmwiedergabe. Ich weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Madame, verlassen Sie die Front. GNU Pictures. Madame, verlassen Sie die Front. Was ist denn das für eine Scheiße? Was passiert hier bitte? Ach, die verlieben sich jetzt, oder? Guck mal, sie sieht durch ihr Facelift doch jetzt echt fesch aus. Kann es sein, dass ich der Typ bin? Ich nehme die Männerrolle an. Madame, verlassen Sie die Front. Eher, Madame hat Eier. Einfach Rollen vertauscht. Geil. So muss es sein. Okay, danke. Was hat das jetzt für Rezensionen bekommen? Mittelmäßig. Set-Zustand ausgezeichnet. Crew-Erfahrung furchtbar. Filmqualität schlecht. Genre-Interesse mittelmäßig. Neuheiten ausgezeichnet. Technologie mittelmäßig. Ich ertrage das nicht. Nein, ich möchte es gerne nicht mehr sehen. Okay, egal, Leute. Alle haben erstmal klein angefangen, das ist in Ordnung. Hier, Filmkritik. Die Sets dieses Films sind allgemein hervorragenden Zustand. Stephanie Smallwood ist in diesem Drama ideal besetzt. Romantisch wirklich gut geschrieben, aber einen Preis wird es nicht gewinnen. Fuck the haters! So, ich hab Geld bekommen. Okay, ist okay. Wir brauchen noch ein paar mehr Leute, die Horror schreiben. Let's go. Du da! Hausmeister, schreib mal einen Horrorfilm. Let's go. Die ist richtig gestresst hier, die Arme. Weil die eigentlich Schauspielerin ist und die muss die ganze Zeit nur Drehbücher schreiben. Okay, Girl, komm. Ich erlöse dich. Hör auf. Ist okay, lass es. Du musst nicht mehr. Du wirkst so gestresst. Ich finde, ihr solltet beide mal durch die Stressfalten euer Gesicht ein bisschen liften. Das tut euch nicht gut. Der Stress hat euch alt und verbittert wirken lassen. Komm,
Einmal Lifting. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar Leute, die Horror schreiben, damit es hier schneller geht. Let's go, Leute. Ihr habt die Expertise, ich sehe das. So, wir gucken mal, wie es aussieht mit Liften hier. Oh, schau mal, der sieht aber... Ich weiß nicht, ob du davor, aber er sieht irgendwie happy aus, oder? Ja. Lässt sich liften. So, ist das Drehbuch denn gleich fertig? Ja, wunderbar. Hier, Drehbuchautoren. Casting beginnen. So, genau. Wie kann ich das denn mit den Kostümen machen? Lass mal gucken. Ausstattungsabteilung. Hier werden ihre Stars general überholt mit einer brandneuen Garderobe. Yay. So, ach, das hatte ich ja eh schon, ne? Ausstattung. Aber da kann ich die da reinziehen vielleicht? Ah, kann ich. Guck mal. Ah, okay. Also, was wollen wir denn, was die trägt? Was zur Hölle? Oh, was hat's denn da unten? Was? Verband nach Fettabsaugung. Verband nach Implant... Was zur Hölle? Krankenhausbademantel. Krankenhausbademantel. 50er Jahre Unterwäsche. Cheerleader. Wir brauchen ein naives Cheerleader auf jeden Fall. Oh, das ist gut. Oder wir machen so einen Scary Movie. Oh, das ist gut, Leute. Oh, Scheiße. Und dann nehmen wir einen weiteren Schauspieler. Wo ist denn der andere? So, hier, sie kommt wieder in die Rolle. Und er ist der Werwolf, der das Mädchen mit den Implantaten fressen will. Das ist der Film. So, boy. So. Und dann würde ich sagen, kann man eigentlich drehen. So, Wiedergabe. Ich bin gespannt. Die Wiederholungsaxt. Leute, das ist ganz spannend. Holt euer Popcorn raus. Ach, witzig. Das ist The Shining. Wie geil. Ach du Scheiße. Und sie ist der Killer. Da. Hä, aber warum bringt er sie jetzt um? Sie war doch die Killerin. Ich habe keine Ahnung. Wo sind die Outfits? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wie lange geht es denn noch? Das ist ja voll grausam. 1:30, ey. Alle Ereignisse und Charaktere in diesem Film sind frei erfunden. Wuhu! Aber warum hatten die Kostüme nicht an? Jetzt will ich die Kritiken wissen. Crew-Erfahrung furchtbar, für uns noch schlechter. Willkommen zum erweiterten Filmeditor, dem allmächtigen und doch einfach zu bedienenden Werkzeug, mit dem sie ihre eigenen filmischen Meisterwerke erstellen können. Brigitte, du bist es. Okay, geil. So, Hauptrolle. Okay. Roger, achso, da kann ich reinziehen, wenn ich will. Action, Komödie, Horror. Es ist ja eigentlich eine Romanze. Die Wilde Hilde finde ich geil. In der Hauptrolle Wilde Hilde. Wilde Hilde. Er ist der Verleger Bert. Und sie ist die Lass Miranda, denn ich will ja. Ich finde, sie braucht auf jeden Fall ein gutes Outfit. Das hier. So, damit holt sie auf jeden Fall jeden ab. Ich würde sagen, wir geben ihnen das Hühnerkostüm, oder? Der Hahn im Korb. Wir nennen den Film Der Hahn im Korb und er hat es. Den Digga. Wir fangen an mit der ersten Szene. Wo soll die stattfinden? Schäbiges Hotelzimmer. Oder es fängt, die Affäre fängt im schäbigen Hotelzimmer an. Und dann entsteht ein Baby. Dann ist es so eine unangenehme Affäre, die dann einfach dort drin stattfindet. So, dann nehmen wir nochmal das alte Hotelzimmer. Das kann ich ja bestimmt hier aber auch nochmal einfach rüberziehen, oder? Ja. Und da möchte ich dann eigentlich gerne, dass wieder ein Streit entsteht. Liebe, Konfrontation.
Daraufhin hat Gnu mit der Community einen sehr, sehr unfassbaren, komischen Film gemacht. Aber wir skippen das Ganze, weil das viel zu lang geht und gehen direkt in den Film. Viel Spaß. Okay, Leute, seid ihr bereit für unseren eigenen Film? Oh, let's go. Der Hahn im Chor, Digga. Holt euch Popcorn. Gnu Pictures, oh, Leute. Der Hahn im Korb, Digga. Was ist mit der Farbe los? Oh, sie streiten sich, verdammt. Der Statist da hinten. Der Statist da hinten. Und jetzt auf einmal ist sie schwanger. Oh, und jetzt wird die Ex getötet. Dadurch, dass die Affäre ein Kind bekommen hat, muss die Frau getötet werden. Da der Schrei. Legendär mit dem Schirm. Legendär. So, das hat er rausbekommen, deswegen tötet er jetzt seine Ex-Affäre. Denn er hat eigentlich... Jetzt kommt der Plot-Twist. Ey, die Musik passt gar nicht. Holy shit. Die Musik. Oh mein Gott. Und zwar mit seiner eigentlichen Liebe, der wiederum eine Liaison mit unserer Frau hatte. Und deswegen kann es nur am Ende Rache geben. Du hast meine Frau getötet. Nein, habe ich nicht. Verzeih mir bitte. Bitte nicht schießen. Er hat sie in die Hose geschissen. Was zur Hölle? Das habe ich aber nicht so im Skript geschrieben mit den ganzen Leichenteilen da. Oh mein Gott, es ist er tot. Oh mein Gott. Oh. Und die Moral von der Geschichte? Verleugne deine wahren Triebe nicht. Ende. Dieser Film hat mir alles abverlangt und meiner Community auch. Wir sind hier ein paar hundert Menschen, die alle am Drehbuch geschrieben haben. Und am Ende wollte ich euch allen danken. Und deswegen ist mir nochmal besonders wichtig, dass ihr alle bitte einen Daumen nach oben da lasst und gute Kritiken, bitte, schreibt gute Kritiken in die Kommentare, denn die Kritiken meines Filmes sind unfassbar schlecht. Nicht mal ein Stern. Deswegen schreibt bitte eure Kritik. Feiert das Set, feiert die Story. Und ich muss sagen, am Ende hatte ich eine Moral von der Geschichte. Verleugnet eure wahre Liebe nicht. Und dafür habe ich einen Daumen nach oben und ein Abo verdient. Dankeschön, wir sehen uns in den nächsten Videos. Und jetzt raus! Hey, you know, oh, oh.